Willkommen zurück zu Let's Play Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Ich habe jetzt mal etwas bemerkt, und zwar, dass ich komplett dumm bin. Man braucht in diesem Spiel ja eine Person mit einer Schaufel, damit man überhaupt paddeln kann bei so einem Floß. Ja, das heißt, wir brauchen die Person mit Schaufeln und ich weiß jetzt auch, woher man die kriegt. Ich habe jetzt auch das benötigte Geld gesammelt, damit wir uns hier die Steine kaufen können. Schlangenpeitsche. 250.000 Punkte mal 10, 8 Millionen. So, jetzt haben wir noch 517.000. Wo ist denn das? Hier. Ich weiß es, wo man den Typ mit der Schaufel kriegt. Ich weiß es, wo man die letzten Charaktere kriegt. Ich weiß es, wo man das letzte Fahrzeug kriegt. Und ich weiß jetzt auch, wo man den blauen Stein kriegt. Herkriegt. Wir holen jetzt erstmal den blauen Stein. Der ist nämlich hier. Muss man hier an diesem Teil hier drehen. Und da wird er hochgezogen. Und da haben wir ihn. Ja, ich weiß, ich gehe da jetzt noch nicht hin, weil da spawnt gleich auch noch ein Charakter. Und das letzte Fahrzeug. Und zwar mit diesem Rennen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht mit dem Jeep hier. Ich dachte ja beim letzten Mal, dass ich schon alle Rennen gemacht habe. Hatte ich doch noch nicht. So, da ist ein Eiswagen und ein Typ mit einem Maschinengewehr. Wir haben jetzt auch insgesamt Stat mal 80. Also Punkte, Multiplikator mal 80. Na, dann kaufen wir jetzt diesen Typen hier. Ja, und sterblich sind wir noch nicht. Falls es diesen roten Stein hier überhaupt gibt. So, Russe mit Maschinenpistole. Toller Name. 20.000. Eiswagen, 30.000. Kaufen wir auch. Angstlos. Ah, ich weiß, was das ist. Können wir uns nicht leisten. Ich denke mal, das ist, dass Indiana Jones zum Beispiel jetzt keine Angst mehr vor Schlangen hat. Oder er hier hat, glaube ich, Angst vor Spinnen oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Dass man diese Angst im Prinzip überwunden hat. Sollen wir jetzt kurz das Geld, was wir dafür brauchen? So, da haben wir es auch schon. Angstlos. Achso, ja, dann holen wir uns jetzt mal den letzten. Also, nee, nicht den letzten, aber den Typ mit der Schaufel. Dann machen wir das mit dem Floß. Ich habe ja einen tollen Weg gewählt. Dann machen wir das mit dem Floß. Ich bin falsch gefahren. Na gut, eigentlich bin ich richtig gefahren. Dann machen wir das mit dem Floß und dann machen wir das letzte Level. Und jetzt steht dieses Fahrzeug hier im Weg. Ach, hau doch ab. Und zwar, es hat mit diesem Teil hier hinten zu tun. Einmal gegenschlagen. Und dann tauchen nach und nach so eine Totems auf. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da schon mal gegengeschlagen habe. Und dass es zu dem Zeitpunkt dann nicht funktioniert hat. Ich könnte mich natürlich auch irren. Was ich sogar vermute. So, und die muss man jetzt. Ich glaube, alle ein. Das. Hallo, Hilfe! Die muss man jetzt alle einzeln anschlagen. Und ich weiß nicht, ob man dafür eine bestimmte Zeit hat. Wenn ja, hast du schon mal gut gestartet. Wo ist denn hier der nächste da unten? Ich bin ja komplett dumm. Ich mach's einfach ganz schlau. Gehe hier hoch und dann laufe ich nach links.
statt nach rechts. Nein! Dafür braucht man doch eine Frau, richtig? Die habe ich nicht. Ja. Ja, natürlich. Ist weg. Super. Danke, Spiel. Bevor ich das jetzt wiederhole, hole ich mir eine Frau. Hier, Irina, komm her. Und dann nochmal, aber jetzt stelle ich mich besser an. Und jetzt hänge ich da auch am Anfang nicht fest. Jetzt habe ich deswegen auch deutlich mehr Zeit. Und jetzt weiß ich natürlich auch, wo die hier alle sind. Ja, toll. Jetzt springe ich gegen diesen Pfosten. Gegen den Pfeiler. Ja, schlag doch. Okay, gerade so geschafft. Und der letzte. Und das spawnt. Der Typ da mit der Schaufel. Den kaufen wir kurz. Ist er friedlich? Nein, ist er nicht. Anstatt dass er mich mit der Schaufel schlägt, nee, die packt er weg. So, Ugergräber. Du kommst mit. Super gedreht. Nein, nicht das Rennen starten. Naja. Gut, egal. Ich will das Rennen gerade nicht machen, aber ich fahre genau da lang, wo ich fürs Rennen lang muss. Was passiert, wenn man zwei Rennen gleichzeitig startet? Das testen wir jetzt. So, und jetzt können wir uns ja auch hier raufsetzen. Ey, das andere startet gar nicht. Nein! Super, ich kann den Wasserfall hochfahren. Nein, jetzt komme ich nicht nach vorne. So. Schneller. Na, jetzt geht's schneller. Oh, Stein. Hier schon Ende. Oh, wo ist gerade der Charakter? Ja, da oben. Was ist das denn? Na, egal. Hauptsache, wir haben den jetzt gleich. Komm mal her. Natürlich ist der auch nicht friedlich. Ugar-König. Zählt das als Schwert oder als Speer, was der dort in der Hand hat? Das frage ich mich gerade. So, jetzt fehlt uns nur noch einmal wahre Abenteurer und eine goldene Schatztruhe. Und ich würde sogar mal sagen, dass wir sogar in diesem Part noch das spezielle Bonuslevel starten können. Also natürlich nur, wenn dieses Level hier jetzt nicht so lang dauert. Also ich muss mehrmals graben. Oh ja, ich bin gestorben. Wahre Abenteurer sind wir auch schon. Ja, natürlich trifft er mich. Nein, hau ab. So. Gut. Okay, irgendwas Feuer. Da.
Nein. Oh ja, natürlich falle ich da durch. So. Und Matt, ich brauche dich hier oben. Schnell reparieren haben wir auch. Okay. Hier links hole ich mir dann irgendwann den zweiten Speer. Ja, da ist er. Nein, nicht die Waffe nehmen. Nein, hä? Wie habe ich die denn jetzt in meine Hand teleportiert? Ich wollte dort aufsteigen, gut, dann weg da. Ja, ich passe so weit weg und ich sterbe trotzdem. Ja, gut, jetzt kommen wir auch. Das wird dauern. Komm, streng dich an, Indy. Du schaffst das. Gut so. Achso, ich sollte vielleicht den Speer auch mal mitnehmen. Da ist ja noch einer. Ja gut, ich lasse dich nicht am Leben. Ich stech dich. Wo bist du? Na gut, ich glaube, ja, ich habe ihn. Da rollt sein Kopf. Und hiermit haben wir das gleich abgeschlossen, sollte Indy mal treffen können. Was soll das? Achso, ich habe die Waffe in der Hand. Ich habe drei... So, jetzt. Ich habe viel zu viele Sachen auf mir drauf. So, goldene Schatztruhe. 2 Minuten 54 haben wir für dieses Bonus-Level benötigt. Wo spawnt? Ne, wie wo spawnt? Was meine ich mit wo spawnt? Ja. Jetzt haben wir hier alles vervollständigt. Jetzt fehlt nur noch das Bonus-Level da rechts. Schlagen wir mal gegen alle goldenen Schatztruhen gegen. Und welche baut man als erstes auf? Ja, die rechts hier. Tatsächlich würde ich es cool finden, wenn das jetzt hier ein Fahrzeuglevel ist, wo man mit diesem riesigen UFO hier fliegen kann. Naja. Naja, wir reparieren es jetzt erstmal. Sah das im Film auch so aus? Das ist so, dass da so ein, weiß ich nicht, so ein Turm oben drauf? Ich glaube nicht. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, dass da im Film so ein Turm drauf war. So, ist auf jeden Fall repariert. Ja, danke. Lass die Klappe auf meinem Kopf runter. Und rein hier. Bonuslevel. Okay, stand da jetzt kein Name bei, oder? Na gut. Dann sammeln wir hier kurz die 1 Million Stats ein. So eine 1 Million Stat-Level sind ja mit schon eigentlich mein Lieblings-Bonus-Level in Lego-Spielen. Das waren sie früher als Kind schon und sind sie immer noch. Auch wenn das eigentlich mit die langweiligsten Bonus-Level in den Lego-Spielen sind. Also in den Lego-Spielen von Traveler's Tales. Aber ich mag sie. Weil so ein 1 Million Stat-Level war auch das erste, Bonus-Level, was ich jemals in einem Lego-Spiel, glaube ich, gespielt habe.
Ich muss zugeben, in diesem Spiel hier, in Lego Indiana Jones 2, den neuen Abenteuer, da gefallen mir die 1 Million Start-Level nicht so. Die sind irgendwie noch langweiliger als in jedem anderen Spiel von Traveler's Tales in den Lego-Spielen. Weil man kann ja nichts machen, nicht wirklich. In anderen Lego-Spielen von denen gibt es so richtige Aufgaben, die man machen muss. Da kann man Sachen bauen, um Geld zu verdienen. Und hier liegt das meiste einfach auf der Straße rum. Man kann zwar auch ein bisschen was zerstören, was aber nicht viel Geld bringt. Oh ne, okay, das auf dem Dach sammeln wird letztes sein. Dann haben wir wenigstens eine schöne Aussicht auf das Feuerwerk. Ja, man sieht, das ist sehr klein, hier dieses Level. So, dann gehen wir jetzt dort aufs Dach, sammeln den Rest des Geldes ein und haben dann eine schöne Aussicht aufs Feuerwerk. Hoffentlich. Hilfe! Ja. Nein! Verdammt. Wir haben das Feuerwerk, glaube ich, bisher noch kein einziges Mal so richtig gesehen. Glückwünsche, du hast vollendet. Alienschiff. Gut. Somit haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Im gesamten Spiel haben wir bisher 54,8%. Und tatsächlich, hat jetzt alles nicht besonders lang gedauert, werden wir nochmal bei, wenn wir jetzt noch ein bisschen bei Jäger des verlorenen Schatzes reingehen. Und hier werden wir nämlich im nächsten Part richtig weitermachen. Wir machen jetzt hier zwar auch noch ein bisschen weiter, aber im nächsten Part geht's hier wirklich richtig los. Ein bisschen was haben wir hier schon gemacht, aber noch nicht wirklich viel, wie man sieht. Das Rennen dort oben habe ich, denke ich mal, schon gemacht. Okay, hier brauche ich Speere. Ich habe niemanden mit dem Speer. Brauche ich das Speere? Ich weiß es nicht. Moment mal, hier unten ist ein Level. Haben wir das schon gemacht? Also tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dieses Rennen hier oben schon gemacht haben. Ja, Land im Wasser, gute Idee. Mal gucken, ob wir dieses Level hier schon gemacht haben. Ja, haben wir, aber wir haben ja noch kein wahrer Abenteurer. Das wird dann. Machen wir das Level kurz nochmal. Müssen wir, glaube ich, ja. Wenn das noch zählen soll. Nein, schieb die Kiste und lauf nicht dran vorbei. Oh, das ist ein sehr langes Level anscheinend. Okay, das funktioniert so nicht. Was ist hier so ein Knöpfe? Okay. Aha.
Und so. Ich weiß ja nicht, was ich hier machen muss. Achso, gut. Ich weiß es wieder. Nein, ja, das auf jeden Fall nicht. Ach, lass doch die Pflanzen in Ruhe. Was denn, Vollidiot? Ja, toll. Habe ich ja gut gemacht. So. Das hätten wir. Habe ich im Hauptlevel? Gibt's überhaupt ein Haupt? Ne, gibt's nicht. Das ist einfach nur ein Bonuslevel. Okay, wir fliegen jetzt nochmal kurz woanders hin. Ich möchte den Party irgendwie nicht auf der Insel dort verbringen. Beenden. Toll. Ach stimmt, hier haben wir damals aufgehört, weil wir Geldprobleme hatten. Stimmt. Ich erinnere mich. Gut. Aber... Ich beende dann jetzt hier auch erst. Wir kaufen noch kurz den Charakter hier. Wenn der unbedingt gekauft werden will. Und vielleicht, wenn man das hier oft genug dreht, vielleicht kommt dann ja was. Glaube ich aber eher nicht. So, feindlicher Soldat, Wüste. Okay, hier machen wir dann aber im nächsten Part weiter. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.